Oh nein, der Rucksack ist ja immer noch hier. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Du Samuel, eine Frage. Ja, Lisa? Was würdest du machen, falls du im Lotto gewinnst? Warum willst du das wissen? Einfach so. Ich würde mir ein großes Haus mit Pool kaufen und dort den ganzen Tag Capri-Sonne trinken. Und du, was würdest du machen? Ich würde einkaufen gehen und mir alles kaufen, was ich schon immer haben wollte. Gute Idee. Jetzt müssen wir nur noch im Lotto gewinnen. Marie Peters, hallo? Marie, du musst unbedingt herkommen. Cindy, bist du es? Bitte, es ist dringend. Worum geht es denn? Das kann ich dir nicht am Telefon erzählen. Bitte komm einfach so schnell wie möglich. Okay, ich komme sofort. Ach ja, und bring eine Skimaske mit. Eine Skimaske? Wofür? Das erkläre ich dir später. Okay, bis gleich. Hey Samuel, siehst du das? Ja, die haben unsere Wände neu gestrichen. Nein, ich meine den Rucksack da. Ach so, wem gehört der? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier niemanden in der Nähe. Am besten, wir nehmen ihn mit rein. Bist du dir sicher? Vielleicht kommt der Besitzer gleich wieder. Wenn wir ihn hier stehen lassen, wird er noch geklaut. Die Kinder sind in der Schule und Marie ist auf Arbeit. Ich kann wieder meine geheime Serie schauen. Ich glaube, es gibt sogar eine neue Staffel. Hallo, Papa. Lisa, Samuel, was macht ihr denn hier? Was schaust du da? Nicht da hinschauen, Lisa, das ist nur Werbung. Was ist wohl bei Cindy los? Normalerweise ruft sie nie so spontan an. Und warum soll ich eine Skimaske mitbringen? Hey, Mario, hast du alles erledigt? Was meinst du, Boss? Wo ist der Rucksack? Welcher Rucksack? Na, der Rucksack. Vor 3 Stunden war doch die Übergabe. Oh Mist, du hast recht. Das hast du doch nicht vergessen, oder? Nein, natürlich nicht. Bin gleich wieder da. Ja, hallo? Servus, Timo, ich bin es. Wir überlegen gerade, was wir zum Mittag essen. Auf was hast du Lust? Lass mich kurz überlegen. Hey Mann, bist du wegen der Übergabe hier? Wie wäre es mit Asiatisch? Oder doch lieber Döner? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Das war eine Ja-Nein-Frage. Oh, der Italiener, der ist immer gut. Ach, vergiss es. Das mit dem Telefon ist nur zur Tarnung. Sag mir einfach das Codewort. Also nehmen wir den Italiener? Ja, Pizza. Das war richtig. Du bist der Kontaktmann. Okay, ich lasse dir den Rucksack hier. Was denkst du, ist da drin? Ich weiß es nicht, aber finden wir es heraus. Komm schon, mach das Ding endlich auf. Es geht nicht. Wie, es geht nicht? Ich dachte, du bist ein Mann und keine Memme. Da ist ein Schloss am Reißverschluss. Ich bereite gerade den Test für morgen vor. Oh ja, der wird so schwer. Alle werden eine 6 bekommen. Das ist einfach toll. Herr Kunze, bitte in das Büro von der Direktorin kommen. Herr Kunze, in das Büro der Direktorin bitte. Was will die Direktorin denn von mir? Hallo Cindy, alles klar? Marie, danke, dass du so schnell gekommen bist. Was ist denn los? Hast du die Skimaske dabei? Ja, es ist im Kofferraum. Okay, sehr gut. Kannst du mal erzählen, was hier los ist? Ich erzähle es dir auf dem Weg. Komm mit. Ich muss den Rucksack so schnell wie möglich finden. Ansonsten macht der Boss mich kalt. Das werde ich nicht zulassen. Irgendwo muss das Ding ja sein. Aber ich muss schneller fahren. Du hast recht. Das Ding geht einfach nicht auf. Ach ja, ich dachte, ich bin eine Memme. So wird das nichts. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Was denn? Ich habe eine Idee, aber das müssen wir draußen machen. Hier drin ist es zu gefährlich. Was hast du denn vor? Zieh deine Schutzbrille an. Bist du dir sicher, dass es funktioniert? Nein, ich habe keine Ahnung. Ist das denn nicht etwas gefährlich? Ich will wissen, was in dem Rucksack ist. Okay, was machen wir? Wenn ich auf den Knopf drücke, rennen wir so weit weg, wie es geht.
Okay, wann drückst du auf den? Hast du gerade drauf gedrückt? Lauf, Samuel! Hallo, Frau Meschke. Sie wollten mich sprechen? Herr Kunze, bitte setzen Sie sich. Habe ich etwas falsch gemacht? Wie würde es Ihnen gefallen? Was würde mir was gefallen? Der neue Schulleiter zu sein. Okay, bist du bereit? Bereit für was? Zieh dir deine Skimaske an. Warum das denn? Komm jetzt. Wir haben keine Zeit für so viele Fragen. Endlich sind die Kinder weg. Die bleiben bestimmt eine Weile draußen. Ich kann wieder meine geheime Serie schauen. Was war das? Oh nein, Lisa Samuel. Hier war die Übergabe geplant. Ich sehe weit und breit niemanden. Wo könnte der Rucksack nur sein? Thomas Müller, hallo? Thomas, ich bin es, Mario. Hast du den Rucksack heute übergeben? Ja, natürlich. Vor etwa 4 Stunden. An wen? An den Kerl, der dort war. Er kannte sogar das Codewort. Das ist unmöglich. Wie sah er aus? Er hatte grüne Augen und lockige Haare. Wieso? Gibt es ein Problem? Nein, alles gut. Danke für die Hilfe. Hat es funktioniert? Ich weiß es nicht. Schau mal nach. Kannst du ihn öffnen? Ja, ich denke schon. Oh mein Gott, das wirst du nicht glauben. Was ist da drin? Das ist... Meinen Sie das ernst? Sie wollen mich zum Schulleiter machen? Ja, das ist mein voller Ernst. Ab wann? Ab morgen. Was machen wir hier? Da hinten ist doch gleich dein Laden, oder? Wir reden nur kurz mit einer Freundin von mir, damit sie uns nicht erkennt. Es ist eine Überraschung. Na, sag schon, was ist drin? Der Rucksack ist voller Gold. Oh mein Gott, wir sind reich. Kinder, was macht ihr da? Irgendjemand hat den Rucksack geklaut. Dafür wird der Kerl bezahlen. Wie sieht es aus, Mario? Hast du den Rucksack schon? Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Piep. Mist, es ist nur die Mailbox. Mario, hier ist Luigi. Du hast 2 Stunden, um mir den Rucksack zu bringen. Oh nein, ich habe noch 2 Stunden. Ich muss den Rucksack so schnell wie möglich finden. Endlich ist es soweit. Heute beginnt endlich mein erster Tag als Schulleiter. Ich werde der beste Schulleiter sein, den es je gab. Hallo, wie kann ich euch helfen? Warte mal, warum habt ihr Skimasken auf? Du hörst mir jetzt genau zu. Entweder du verschwindest aus der Stadt oder du bekommst richtig Probleme. Was soll das denn heißen? Glaub mir, du willst dich nicht mit uns anlegen. Wir machen nichts. Und was ist da hinter deinem Rücken, Samuel? Das da? Ach, das ist gar nichts. Irgendwie seid ihr heute komisch. Warum habt ihr überhaupt Schutzbrillen an? Wir sind im Garten. Man weiß ja nie, was passiert. Na gut, immerhin seid ihr vorsichtig. Weitermachen. Alles klar, wir sehen uns gleich beim Mittagessen. Okay, Timo, bis gleich. Was ist das denn für ein Rucksack? Hat jemand den hier vergessen? Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn zur Polizei bringen? Oder ich schaue erst einmal nach, was da drin ist. Ja, das ist eine gute Idee. Hey Timo, alles klar? Ja, und bei dir? Bei mir auch. Deine Pizza steht hinten in deinem Büro. Okay, vielen Dank. Ich musste noch einmal kurz aufs Klo. Okay. Danke für die Info. Endlich erfahre ich, was in dem Rucksack ist. Auf diesen Moment warte ich schon den ganzen Tag. Oh mein Gott, ist das etwa... Das ist Gold. Ich bin reich. Ich muss nie wieder arbeiten. Was für ein schöner Tag. Was mache ich als erstes als Schulleiter? Ich glaube, ich werde die Noten anpassen. Statt einer 6 können die Schüler jetzt eine 7 bekommen. Das ist noch schlechter. Oh Mann, ich liebe meinen neuen Job. Ich muss ruhig bleiben. Niemand darf merken, dass ich den Rucksack habe. Am besten, ich mache ein Schloss an den Reißverschluss. Dann kann ihn niemand öffnen. Warte mal. So viel Geld gehört bestimmt kriminellen Leuten. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ich weiß, wie das endet. Wenn die mich finden, dann war es das mit mir. Ich muss das Ding so schnell wie möglich loswerden. Verschwindet sofort aus meinem Laden oder ich rufe die Polizei. Habt ihr das kapiert? Die Polizei kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Hast du das verstanden? Was hast du vor, Cindy? Warte mal, Cindy? Die Cindy vom Laden gegenüber? Na toll, Marie, du hast meine Tarnung auffliegen lassen.
Kannst du nicht einmal die Klappe halten? Nur ein einziges Mal? Was machen wir jetzt damit? Das, was wir vorhin besprochen haben. Ich hol mir mein Haus und du gehst shoppen. Ja, aber das ist Gold. Damit können wir nicht bezahlen. Du hast recht. Wir müssen es erst verkaufen. Wo macht man so etwas? Bei der Bank, oder? Okay, gehen wir dorthin. In dem Rucksack ist dein Handy. Ich kann es orten. Jetzt weiß ich, wo der Dieb ist. Du wirst mir nicht entkommen. Okay, ich mach alles, was du willst. Aber bitte tu mir nicht weh. Morgen wirst du die Stadt verlassen und deinen Laden schließen. Hast du das verstanden? Ja, okay, ich verschwinde gleich in der Früh. Okay, ziehen wir ab. Hallo, Frau Meschke. Guten Morgen, Herr Kunze. Was kann ich für Sie tun? Warum sitzen Sie auf meinem Platz? Das ist mein Büro, nicht Ihres. Ja, aber ab heute bin ich doch der Schulleiter. Ab heute sind Sie was? Samuel, wir müssen aufpassen. In dem Rucksack ist wirklich viel Gold. Am besten, wir gehen nicht zusammen rein. Dann ist es nicht so auffällig. Ja, gute Idee. Hallo, ich bin Lisa. Was kann ich für dich tun, Kleine? Möchtest du ein Sparschwein kaufen? Nein, ich will Gold umtauschen. Gold, sagst du? Wie viel denn? Ein Rucksack voller Gold. Wo hast du so viel Gold her? Mist, ich hab das Signal verloren. Der Rucksack war als letztes in der Leopoldstraße. Das ist gleich hier rechts. Dort werde ich als erstes suchen. Endlich habe ich meine Ruhe. Jetzt kann ich meine geheime Serie schauen. Das ist der beste Teil meines Tages. Wer ist das denn schon wieder? Kann ich nicht einmal meine Ruhe haben? Sie haben mich doch gestern in Ihr Büro gerufen und mir die Stelle als Schulleiter angeboten. Es tut mir leid, aber ich glaube, das bilden Sie sich ein. Nein, ich bin mir ganz sicher. Wir waren genau in diesem Raum, haben darüber gesprochen. Haben Sie vielleicht geschlafen und das war ein Traum? Nein, das ist wirklich passiert. Sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Oder? Was sollte das, Cindy? Bist du völlig durchgeknallt? Entschuldigung, Marie, aber ich musste das tun. Warum hast du mich damit reingezogen? Weil mir sonst niemand geholfen hätte. Natürlich nicht. Du bist ja auch verrückt. Wenn Lena ihren Laden nicht zumacht, gehe ich pleite. Na und? Das ist kein Grund, sie zu bedrohen. Ich komm ja schon. Jetzt entspann dich mal. Wer zum Teufel bist du? Das Gleiche kann ich dich fragen. Wer zum Teufel bist du? Hör mir genau zu. Du gibst mir jetzt sofort den Rucksack. Welchen Rucksack denn? Du willst Spielchen spielen? Okay, spielen wir. Das sind ja fast 5 Kilo Gold. Wie viel bekomme ich dafür? Ich würde gerne shoppen gehen. Dafür bekommst du sehr viel Geld. Wirklich? Mehr als 50 Euro? Viel mehr als 50 Euro. Was willst du von mir? Ich habe nichts getan. Doch, du hast den Rucksack geklaut. Tu nicht so auf unschuldig. Ah! Bleib stehen, du Schwein. Sie haben recht, Frau Meschke. Entschuldigung für die Störung. Zum Glück hat er das mit dem Traum geglaubt. Hier, das ist für dich. Was? Das alles? Ja, das alles. Viel Spaß damit. Dankeschön. Hast du die Kohle, Lisa? Ja, hier ist sie. Wow, wie viel ist das? Viel. Bitte, tu mir nicht weh. Sag mir einfach, wo der Rucksack ist, dann passiert dir nichts. Welchen verdammten Rucksack meinst du? Fang nicht damit wieder an. Rede oder leide. Ja, hallo? Hallo, hier ist Thomas von der Feuerwehr. Sind Sie die Besitzerin von Cindys Super Donut Shop? Ja, das bin ich. Wieso fragen Sie? Weil Ihr Laden brennt. Anscheinend haben Sie die Heizung auf Stufe 5 gestellt und nicht wieder ausgemacht. Das kann nicht sein. Ich war heute noch gar nicht in meinem Laden. Da sagt Ihre Heizung aber etwas anderes. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich her. Was ist los, Cindy? Wir müssen sofort zu meinem Laden. Hallo, wie kann ich dir helfen? Hallo, ich würde gerne bei Ihnen shoppen. Ich weiß nicht, ob unser Stil zu dir passt. Was soll das denn heißen? Naja, unsere Sachen sind eher für wohlhabende Leute. Hier sind 100 Euro. Darf ich jetzt rein? Ja, natürlich. Viel Spaß in unserem Laden. Hallo, ich bin hier für die Besichtigung. Sind Sie Samuel Peters? Ja, genau. Wieso? Naja, ich dachte, Sie sind etwas älter.
Können wir uns die Wohnung jetzt anschauen? Ja, jetzt bin ich schon hier. Warum nicht? Los, einsteigen, aber zackig. Wo fahren wir hin? Das ist eine Überraschung. Jetzt steig ein. Ich sag es nicht noch einmal. Was hast du mit mir vor? Ich werde dich zum Reden bringen. Du wirst singen wie ein Kanarienvogel. Ach so, ich soll singen? Baby, du bist mein Sonnenschein. Ich will immer bei dir sein. Oh, Baby. Was machst du da? Hör auf damit, das ist peinlich. Die Nachbarn sehen uns. Oh nein, alles ist ruiniert. Wie konnte das passieren? Ich weiß, wie das passiert ist. Das war Lena. Da bin ich mir sicher. Ich werde mich rächen. Bitte tu das nicht, Cindy. Das macht es nur schlimmer. Sie hat meinen Laden abgebrannt. Damit wird sie nicht durchkommen. Halt, Cindy, warte. Das Kleid gefällt mir. Ich mag das Kleid. Haben Sie es auch noch in anderen Farben? Ja, in Rot, Grün, Schwarz und Blau. Okay, ich nehme alle vier Farben, bitte. Wirklich? Das macht 8000 Euro. Sehe ich etwa arm aus? Nein, natürlich nicht, Frau Peters. Ich mache alles für Sie fertig. Vielen Dank. Das Haus ist 800 Quadratmeter groß. Zum Haus gehört auch der Pool. Er wird jede Woche gereinigt. Okay, und was kostet der ganze Spaß? Das Haus kostet 800.000 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen. Ich nehme es. Ja, genau, davon träumen Sie. Kann ich auch bar bezahlen? Sagst du mir wenigstens, wohin wir fahren? Der Boss will ein Wörtchen mit dir reden. Mach dich auf was gefasst. Ich hab den Rucksack wirklich nicht. Das muss alles ein Missverständnis sein. Das werden wir noch sehen. Der Boss bringt jeden zum Reden. Auch dich. Lena, was hast du getan? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Laden ist abgebrannt und ich habe keine Versicherung. Das ist nicht mein Problem. Das passiert halt, wenn man die Heizung anlässt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Du hast das getan. Ich kann es in deinem Grinsen sehen. Hallo Boss, ich bin wieder da. Hast du den Rucksack mitgebracht? Nein, aber etwas Besseres. Los jetzt, komm her. Hallo Herr Boss, ich bin Martin. Wer ist das? Na, der Kerl, der den Rucksack geklaut hat. Warum soll das besser sein als ein Rucksack voller Gold? Mama, Papa, wir sind wieder zu Hause. Wir müssen euch etwas erzählen. Wir sind jetzt reich. Hallo, seid ihr hier irgendwo? Ich werde die Polizei rufen. Ach ja, was willst du ihnen sagen? Dass du mich davor bedroht hast? Bitte tu das nicht, Cindy. Du machst es nur noch schlimmer. Das wird noch ein Nachspiel haben. Das verspreche ich dir. Wie du meinst, Cindy. Und jetzt raus aus meinem Laden. Komisch, hier sind sie auch nicht. Wo stecken die schon wieder? Keine Ahnung, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Zeit ist Geld, weißt du? Das sind unsere Eltern, Samuel. Wir müssen sie finden. Glaubst du, es hat etwas mit dem Rucksack zu tun? Was meinst du? Naja, irgendjemand muss der ja gehört haben. Nicht, dass er sauer ist, weil wir sein Geld ausgeben. Du hast also unseren Rucksack gestohlen. Nein, Herr Boss, ich war das nicht. Ich schwöre auf meine Mama. Ich kenne deine Mama nicht, das bedeutet gar nichts. Ich weiß wirklich nicht, wovon sie reden. Weißt du, was in dem Rucksack drin war? Nein, keine Ahnung. 5 Millionen Euro in Gold. Die schuldest du uns jetzt. Ich habe aber keine 5 Millionen Euro. Kein Problem, wir lösen das anders. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Weißt du, was der Wert ist? Nein. 2,50 Euro. Bitte, holt mich hier raus. Gebt einen Daumen hoch für den nächsten Teil und klickt auf dieses Video.